Java. Java ist ja die Programmiersprache, die wir in diesem Semester lernen wollen. Dazu fangen wir mal an mit ein paar Begriffen. Fangen wir mit dem Begriff Programm an. Programm ist die Beschreibung eines Algorithmus in einer formal beschriebenen Sprache, also in einer Programmiersprache. Formal beschrieben deshalb, weil die Sprache im Gegensatz zu unserer Umgangssprache keine Mehrdeutigkeiten zulässt. Dazu gibt es eine Grammatik, das ist also ein Satz von Regeln für diese formale Sprachbeschreibung. Und wie gesagt, der Unterschied zwischen der Grammatik so einer Programmiersprache und der Grammatik unserer Umgangssprache ist die Exaktheit. Beispiele wären hier zum Beispiel Maschinenprogramme, das sind Programme, die direkt vom Computer ausgeführt werden können. Oder es gibt eben dann auch Programme in einer Programmiersprache. Müssen wir mal schauen, wie wir die zur Ausführung kriegen. Also, in der Maschinensprache gibt es so einen Satz, sagen wir mal einfacher, Maschinenbefehle, also Lesen von Daten auf den Speicher, Schreiben von Daten in den Speichern, dann so elementare arithmetische und logische Operationen, also Addition, Subtraktion, Multiplikation, eine Unverknüpfung, eine Oderverknüpfung und so weiter. Und der Sprung, also Fortsetzung der Verarbeitung an einer bestimmten Stelle. Also, wenn wir uns den Programmzeiger aus dem letzten Vorlesen nochmal vor Augen halten, der läuft ja hier rum. Und wenn der an einer bestimmten Stelle ankommt, dann springt er eben eventuell zurück. Gut, Programmiersprachen, ich habe es eben schon gesagt, sind Sprachen zur Formulierung von Rechenvorschriften, die von einem Computer ausgeführt, interpretiert werden können. Gut, wir haben eben ein paar Maschinenbefehle gesehen, also auf dem Level zu programmieren, also sprich Algorithmen zu beschreiben, wird natürlich sehr lästig. Ja? Also wenn ich dann jede Zahl irgendwie einzeln aus dem Speicher laden muss und wieder zurückschreiben und so weiter. Deshalb gibt es die Programmiersprachen, die eben auch vom Menschen lesbar sind, während also die Maschinensprache direkt von der Maschine ausführbar ist. Und irgendwo dazwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man von der Programmiersprache ja, zur Ausführung des Programmes kommt. Die einfachste Möglichkeit ist der sogenannte Interpreter. Ja, links sehen Sie das, da ist ein Text mit Struktur, habe ich es jetzt mal genannt. Den liest dann ein Programm ein und führt dann eben Befehl für Befehl nach dem Einlesen aus. Ja, dann bewegt er halt den Programmzeiger und den Speicherzeiger und dann wird das Ganze auf der Maschine ausgeführt. Das heißt deshalb Interpreter, weil er eben zur Laufzeit den Quelltext des Programmes interpretiert. Eine zweite Möglichkeit ist, den Text mit Struktur, also sprich das, was ich in der Programmiersprache geschrieben habe, mit einem Compiler in die Maschinensprache zu übersetzen. Also in die Sprache, die die Maschine selber ausführen kann. Das kann also eine echte Maschine sein oder eine virtuelle Maschine, wie es bei Java ist. Das heißt, also ich habe jetzt hier mal so mit den Nullen und Einsen versucht, das anzudeuten. Das ist halt Binärcode und den kann die Maschine direkt ausführen. Das heißt also hier dieses lästige, wir nehmen uns einen kleinen Speicherbereich, wir laden die Daten hin und her. Das wird im Prinzip alles vom Compiler umgesetzt, aus der Programmiersprache heraus. Ich habe es gerade schon gesagt, das Ganze muss keine echte Maschine sein. Das kann eine virtuelle Maschine sein. Eine echte Maschine wäre ein Prozessor, den irgendjemand mal in Silizium hergestellt hat. Bei einer virtuellen Maschine ist es so, da hat man sich halt mal eine theoretische Maschine ausgedacht und die dann implementiert als Programm. Ja, das heißt, jetzt haben wir als Beispiel haben wir mal zwei Plattformen, Windows und Linux. Und ich habe ein Java-Programm. Das ist jetzt nicht direkt kompiliert für eine echte Maschine, auf der dann ein Windows läuft, sondern das ist kompiliert für eine virtuelle Maschine und diese virtuelle Maschine kann dann eben auf dem Windows ausgeführt werden. Ja, das gleiche geht dann eben auf der Linux-Seite und die Idee dabei ist natürlich, dass man bestimmte Programme nur einmal schreiben muss und dann eben auf verschiedensten Plattformen zum Laufen kriegt. Ne? Android zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, um zum Beispiel Java-Programme auf einer Smartphone-Plattform zum Laufen zu kriegen. Da läuft dann eben auch eine virtuelle Maschine in dem Handy drin. Also, nochmal kurz zur Definition. Der Interpreter ist ja quasi ein Umsetzer, der interpretiert jeden Programmschritt in dem Programm direkt aus der Programmiersprache und setzt ihn dann direkt um. Es wird also im Prinzip direkt ausgeführt. Beim Compiler wird nichts ausgeführt, sondern es wird einfach das komplette Programm in ein Programm in Maschinensprache übersetzt. Ja, also es wird zum Beispiel aus Test.Quellcode eine Test.exe erzeugt.
Und die kann man dann eben auf einer Maschine, entweder einer echten oder einer virtuellen, zur Ausführung bringen. Dann vielleicht noch ganz kurz der Begriff Programmiersprache oder höhere Programmiersprache. Das ist eben eine Sprache, die auf höherem Niveau, also abstrakterem Niveau als die Maschinensprache angesiedelt ist. Der Grund ist, dass es einfach für Menschen einfacher verständlich ist, dass wir in endlicher Zeit auch Programme schreiben können. Hat natürlich dann zur Folge, dass wir die erst in Maschinensprache übersetzen müssen, bevor wir sie zur Ausführung bringen können. Und das machen wir in Java auch. Also Java ist eine Compilersprache. Da wird dann eben vom Compiler der Quelltext aus dieser HelloWorld.java in eine HelloWorld.class übersetzt. Ja, .java ist einfach die Erweiterung für Quelltext in der Programmiersprache Java. Da drin ist im Prinzip eine ganz normale Textdatei. Und dann das .class, das ist die Extension für den Maschinencode für die virtuelle Maschine. Als Compiler-Aufruf wäre das hier unten, also wenn ich aufrufe Java, also Java Compiler HelloWorld.java, dann erzeugt er mir daraus eine HelloWorld.class. Das eine ist eben für uns lesbar und das andere ist für die virtuelle Maschine lesbar und ausführbar. Kleine Randbemerkung für unser jetziges Vorgehen. Also Java ist ja eine objektorientierte Programmiersprache. Wir werden auch in diesem Semester noch die Objektorientierung kennenlernen. Aber damit wir erstmal loslegen können, werden wir uns erstmal auf die Algorithmen konzentrieren. Das heißt, ich werde Ihnen hin und wieder mal sagen, kopieren Sie einfach mal ein Stückchen Quellcode in das Java-Programm rein. Und dann werden wir später gucken, wieso wir das gemacht haben. Sonst hätte die Alternative wäre gewesen, zwei Programmiersprachen zu lernen. Das war mir dann auch etwas zu viel für ein Semester. Wir konzentrieren uns also jetzt erstmal darauf, Algorithmen zu beschreiben und dann später fügen wir das Ganze in die Objektorientierung ein. Als Entwicklungsumgebung benutzen wir das Eclipse. Sie sehen, das ist auch so, nennt man integrierte Entwicklungsumgebung. Also auf der linken Seite ist so eine Baumansicht. Auf der rechten Seite ist so ein Editor, also in der Mitte ist so ein Editorfenster, wo man dann Quelltext reinschreiben kann. Und rechts sind dann noch weitere Fenster, die einem die Übersicht geben. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, wie man mit Eclipse startet. Gut, wenn Sie das Eclipse gestartet haben, dann fragt er Sie als erstes nach einem sogenannten Workspace. Das ist nichts anderes als ein Ordner, wo er nachher die Sachen, die Sie programmieren, drin ablegt. Da wählen Sie einfach einen Ordner aus, den Sie in Ihren eigenen Dateien nachher auch wiederfinden. Wenn man da OK klickt, dann ist es bei unserer Installation jetzt so, dass er noch nach einer Integration in Subversion fragt. Die brauchen wir aber nicht. Wenn Sie es bei sich selbst zu Hause installiert haben, kann es sein, dass das nicht kommt. Das Eclipse ist ja freie Software, das können Sie herunterladen und auch auf Ihrem eigenen Rechner installieren, das ist ja kein Problem. Der Link ist auch auf der Homepage und dann können Sie da immer die aktuelle Version runterladen. Also hier kommt jetzt die Frage nach den Subversion-Integrationen. Die brauchen wir jetzt nicht, da drücken Sie einfach auf Cancel und dann sehen Sie, das ganze Ding sieht letztendlich aus wie so ein Office-Programm. Hier oben gibt es noch Knöpfe und hier gibt es so einen Willkommensbildschirm. Wir klicken mal auf Workbench und dann sehen Sie, dass das Ganze sich zu einer Arbeitsumgebung verändert. So, was wir jetzt wollen hier, Sie sehen schon, da steht Project Explorer. Hier kann man jetzt also seine Projektdateien reinlegen. Wenn Sie hier mal rechts drücken, drücken Sie mal hier auf New Project. Ja, dann kann man hier sagen, welche Art von Projekt. Wir wollen einfach ein Java-Projekt auswählen. Und dann wählen wir einfach Java-Projekt. Jetzt können wir dem ganzen Ding noch einen Namen geben. Wir nennen das jetzt mal Hello World. Alles unser erstes Projekt ist und Sie sehen auch standardmäßig legt er das dann auch in Ihrem Workspace ab. Der Rest interessiert uns hier jetzt nicht so sehr. Dann können wir einfach Finish drücken. Jetzt baut er das auf und fragt uns dann, ob wir gleich in die Java-Entwicklungsperspektive schalten wollen. Perspektiven sind nichts anderes als so die Grundanordnung von Fenstern. Ja, die es hier in diesem Eclipse gibt. Also hier ist, das ist ja so ein Arbeitsbereich, das ist ein Arbeitsbereich. Und das ist eben jetzt die Grundanordnung, um Java-Programme zu entwickeln. Wenn Sie jetzt mal den Package Explorer hier aufmachen, sehen Sie, aha, hier, das ist die Runtime-Umgebung.
Und in dieser SLC, da taucht nachher unser Quellcode auf. So, und das Erste, was wir brauchen, ist ein Stück Quellcode. Und der ist ja in Java in sogenannten Klassen organisiert. Das brauchen wir später für die Objektorientierung nochmal. Aber das soll uns jetzt mal nicht weiter stören. Die erste Klasse nennen wir mal App, wie Application. Und die braucht ein Hauptprogramm. Und die Hauptprogramme heißen in Java Main. Das ist so ähnlich wie bei Git. Da ist das Hauptprogramm ja auch Main. Das ist das, was am Anfang gestartet wird. Und wenn Sie hier unten diesen Haken anmachen, dann erzeugt er Ihnen das gleich mit. So, schauen wir mal hier rein. Sie sehen hier jetzt in der Mitte, da erscheint jetzt ein Editor und da können wir jetzt rein programmieren. Wenn wir Doppelklick da drauf machen, dann wird der auch groß, dann sehen wir nur noch den Editor, nochmal ein Doppelklick drauf. Und Sie können hier ganz normal die restlichen Fenster ausdehnen. So, wir schreiben jetzt mal hier rein. Das machen wir mal weg. System und out und print. Wir sehen, er bietet Ihnen hier schon ein bisschen Hilfe an. Und da schreiben wir mal hin, hello world. Ja. In den Hochkommas, das kennen wir schon vom Pfiff, das ist jetzt also eine Zeichenkette. Und System out ist die Konsole, die Ausgabekonsole und bringt dann schreibt da rein ein Wort. So, das führen wir jetzt mal aus, drücken hier oben mal auf diesen Play-Knopf. Und da fragt er, ob er die Ressource noch speichern soll, weil die wird ja jetzt dem Compiler vorgeworfen. Und dann sehen wir hier unten, gibt es jetzt neu in diesem Fenster Konsole, erscheint jetzt das Wort Hello World. So, das ist eigentlich alles, was wir brauchen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir werden später noch den Debugger kennenlernen. Ansonsten, das Wichtigste ist eben, dass wir hier in diesen Projekten Klassen anlegen und in diesen Klassen können wir dann programmieren. So, nachdem wir jetzt ein Programm haben, das Hello World sagt, passen Sie das doch mal an, dass das Programm Sie mit Ihrem Namen begrüßt. Also hier zum Beispiel Hallo Egon sagt oder so. Und dann bringen Sie auch mal das geänderte Programm zur Ausführung. So, und wenn Sie das gemacht haben, dann erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen GGTLoop und erstellen in dem Projekt eine Klasse, GGTLoop, die auch ein Hauptprogramm, also dieses Main, enthält. Jetzt wollen wir uns nämlich mal anschauen, wie wir von unseren Struktogrammen, die ja nichts anderes sind als eine Beschreibung von einem Algorithmus, zu dem Java-Quelltext kommen. Es muss ja im Prinzip übertragbar sein, wenn man mit Struktogrammen Programme beschreiben kann und mit der Programmiersprache Java auch, dann muss es ja da einen Zusammenhang geben. Und ich denke mal, wenn wir uns da dran entlanghangeln, und einfach mal schauen, wie das umgesetzt ist, dann dürfte das relativ leicht nachvollziehbar sein. Also, schauen wir mal hier auf der linken Seite. Da ist das Struktogramm von dem GGT, wie wir das letzte Woche hatten. Und hier oben, da haben wir vorgeben müssen, was das für einen Rückgabetyp hat und was es für Parameter bekommt. Genau das gleiche sehen wir hier. Hier gibt es einen Rückgabetyp, da steht der Name und dann in diesen beiden runden Klammern stehen die Parameter. Hier ist A eine Ganzzahl, B eine Ganzzahl. Und die Ganzzahl ist in Java der Integer, abgekürzt mit int. Also int a, int b heißt nichts anderes. Ich habe eine Ganzzahl a, ich habe eine Ganzzahl b. Und zurückgeben tut das Ganze wieder ein int. Das heißt, es wird irgendwie immer von rechts nach links etwas zurückgegeben. Gut, dann gibt es hier so eine geschweifte Klammer. Die geht hier auf, die geht hier zu. Und jeder Block, den wir hier auf der linken Seite haben, ist im Prinzip, kann man, wenn da mehrere Befehle drin sind, kann man den mit so einer geschweiften Klammer zusammenfassen. Wir haben ja hier mehrere Blöcke, mehrere verschiedene Blöcke. Da schauen wir auch gleich mal, wie die so zusammengefasst sind. Was wir nicht machen müssen, ist die lokalen Variablen schon beschreiben, das oder deklarieren. Das machen wir dann, wenn wir sie brauchen. Schauen wir mal. Also, ich habe gesagt, okay, die Ganzzahlen LA und LB, die deklarieren wir, wenn wir sie brauchen. Machen wir mal hier, int la ist gleich a und int lb ist gleich b. Da ist im Prinzip die Deklaration, wie wir sie hier haben, und die Initialisierung, wie wir sie hier haben. Also la ist gleich a und lb ist gleich b.
Das ist gleich hier in einem Schritt zusammengefasst. Was Sie noch sehen, ist, hier gibt es so ein Semikolon. Ja, jedes Mal, wenn so ein Befehl zu Ende ist, machen wir da ein Semikolon hin. Ne? Also wo hier ein Strich ist, dass ein Befehl fertig ist, ist hier ein Semikolon. Und da gilt dann wieder die gleiche Regel. Ne? Bei dem Struktogramm hatten wir gesagt, in einem Kasten immer nur ein Befehl. Und hier gilt halt jetzt in, also bis zum nächsten Semikolon immer nur ein Befehl. Gut, als nächstes kommt ja jetzt die Schleife, also hier dieser große Kasten. Schauen wir mal, wie das aussieht. Besteht ja aus zwei Teilen. Einmal hier oben die Abbruchbedingung. Die findet sich jetzt hier in den runden Klammern. Also das Ganze wird eingeleitet mit einem While. Also solange das, was in den runden Klammern gilt, ist, richtig ist, also gilt, diese Auswertung hier muss ein boolescher Ausdruck sein, solange wird es wiederholt. Und Sie sehen jetzt hier wieder die geschweiften Klammern. Ne? Das ist im Prinzip hier dieser Kasten. Also alles, was in diesen beiden geschweiften Klammern, also was dazwischen dann hier, also hier in dem Bereich nachher stehen wird, das wird wiederholt. Gut, und das ist ja hier auf der Struktogrammseite ist das ja die Precheck-Loop. Das sehen wir hier auch. Also solange LA ungleich LB ist, wird das, was hier zwischen ist, ausgeführt. Dann schauen wir mal. Das nächste, was ja hier passiert, ist die Verzweigung. Jetzt haben wir ein Struktogramm so, dass man hier nach links und nach rechts laufen kann. Gut, wenn das hier ein normaler Textfile ist, dann gibt es eben nur oben und unten. Und dann gibt es ja kein links und kein rechts. Und das Schlüsselwort für so eine Verzweigung heißt in Java if. If, runde Klammer. In der runden Klammer ist wieder die Bedingung. Sie sehen, das ist hier relativ analog zu der Schleife. Also in den runden Klammern ist die Bedingung. Die Bedingung hier war ja, LA soll sein größer als LB. So, und dann wäre ja, wenn das wahr ist, sind wir hier auf der linken Seite durchgelaufen. Wenn es falsch ist, auf der rechten Seite. Hier ist das Ganze quasi serialisiert, hintereinander geschaltet. Also wir haben einen ersten Block. Sie sehen wieder, der Block ist wieder durch diese beiden geschweiften Klammern dargestellt. Und wir haben einen anderen Block, also einen Else-Block, dieser hier mit diesen beiden Klammern. Das ist im Prinzip dieser hier. Ne? Also wenn es wahr ist, geht es hier rein, in unserem Fall da rein. Wenn es falsch ist, also wenn es nicht wahr ist, dann geht es eben hier rein. Also wenn LA größer LB, mache dies, ansonsten mache jenes. Gut, dann füllen wir mal den linken Weg aus, also das ist in unserem Fall der obere Block. Hier wird jetzt wieder eine Variable gebraucht, nämlich das d. Funktioniert wieder genauso. Ich schreibe hin int d. Ich brauche also eine neue Variable d, im Gegensatz zur Struktogrammschreibweise, wo ich das d ja am Anfang deklarieren musste. Kann ich hier also schreiben, int d soll gleich sein la-lb. Das heißt also wieder die Deklaration und die Initialisierung, also sprich das Erstbeschreiben mit einem vernünftigen Wert, in einem Schritt. Dann wieder das Semikolon, dann ist es vorbei. Also hier steht ja auch la-lb, also relativ übersichtliche Geschichte. Sieht fast so aus wie im Struktogramm. Und dann, im nächsten Schritt, wird ja hier dem la das d zugewiesen. Das machen wir hier auch. la gleich d. Sie sehen, rechts ein Ausdruck, links der sogenannte L-Value, da kommt dann das Ergebnis rein. Gut, dann der Vollständigkeit halber auch noch den rechten Weg, also den Else-Pfad. Ja, auch hier brauchen wir wieder ein d, haben wir gesagt, wir wollen d ist gleich lb minus la. Und dann machen wir eine Zuweisung lb ist gleich d. Na, das waren ja diese Zuweisungen, dass wir gesagt haben, wir wollen dann mit der Differenz und der kleineren Zahl weiterarbeiten. Und dann haben wir gesagt, hier ist die große Zahl drin. Ne? Und genauso machen wir hier auch. Hier ist die große Zahl, ziehen wir die kleine von ab, dann haben wir die Differenz. Und dann schreiben wir das Ergebnis in das lb, da wo die große Zahl drin war, und arbeiten mit den beiden weiter. Denn hier ist ja jetzt Schluss. Also hier ist ja diese Klammer zu Ende. Und dann springt er wieder hier hoch und überprüft als erstes Mal, ob LA immer noch ungleich LB ist. Gut, und dann gab es ja hier die Möglichkeit, irgendwann mal zu sagen, ich habe was ausgerechnet und das soll jetzt mal das Ergebnis sein. Ne? Result ist gleich LA, wäre in dem Fall, nachdem die beiden hier nicht mehr ungleich sind, müssen sie ja gleich sein, haben wir den GGT gefunden. Und da gibt es in Java den Ausdruck Return und dann, was wir zurückgeben wollen. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied zum Struktogramm. Beim Struktogramm kann ich das irgendwo machen. Also ich könnte es irgendwo im Struktogramm machen und das Struktogramm läuft trotzdem bis hier unten raus. Bei dem Return ist es so, sobald Sie einmal Return geschrieben haben, wird das, was da hinter dem Return steht, zurückgegeben und die
Ausführung des Unterprogrammes ist beendet. So, vielleicht noch zwei Worte zu dem, was wir da tun und wieso wir das so tun. Ich habe es ja eben schon gesagt, Java ist eine objektorientierte Programmiersprache und die Unterprogramme sind normalerweise Teil einer sogenannten Klassendefinition. Da sind im Prinzip die Algorithmen, wie wir sie in den Programmen beschreiben, in sogenannten Methoden verpackt. Und wir haben ja eben, einfach immer, wenn wir eine neue Klasse erzeugt haben, ist ja automatisch oben hier dieses Class erschienen. Das ist im Prinzip die Beschreibung, hier beginnt die Klasse. Dann sehen Sie auch hier, wie die geschweiften Klammern. Da ist dann die Klasse drin und hier ist dann dieses int ggt. Das wäre jetzt mal unser Unterprogramm. Da kommt dann das rein, was wir gerade besprochen haben. Was Sie auch gesehen haben, ist, dass dieses Hauptprogramm wieder main heißt, so wie bei den Struktogrammen. Davor steht jetzt ein static. Und dieses static heißt jetzt, dass dieses Programm, was da hier zwischen diesen beiden Klammern geschrieben ist, dass das auch ohne das Objekt drumherum funktioniert. Und dass man also immer darauf zugreifen kann. Daraus folgt auch, dass wenn dieses Programm hier, das Hauptprogramm, ohne Objekt funktioniert und dann dieses Programm aufrufen soll, das GGT-Programm, was wir gerade zusammen entwickelt haben, dann muss das ja auch ohne Objekt funktionieren, deshalb müssen Sie da auch einfach static davor schreiben. Also jetzt für unseren Fall einfach hier dieses static, was vor dem public static void main sowieso erzeugt wird, auch vor dieses int ggt schreiben und dann können wir eigentlich schon loslegen. So, und bevor wir jetzt damit anfangen, schauen wir uns mal die Aufgabe an, die Sie dann später auch erledigen sollen. Nämlich den GGT rekursiv. Hier auf der linken Seite haben wir das Struktogramm dazu. Und hier war es ja so, dass innerhalb des Programmes das Programm selber aufgerufen wurde mit anderen Parametern. So, jetzt steht ja hier, A soll dann gleich B sein und B gleich D. Ne? Also B, der Übergabeparameter B, soll mit dem Wert von D gefüllt werden und der Übergabeparameter A mit dem Wert von B. Bei Java ist es so, dass wir das eigentlich nur über die Reihenfolge machen. Also Sie sehen hier GGT, A, B. Und wenn ich das dann hier aufrufe, ne, Sie sehen, es geht wieder von rechts nach links, also hier ist das Gleichzeichen, da geht der Wert nachher rein. Ich rufe also das Programm auf, dann mache ich die Klammer auf und dann schreibe ich in der Reihenfolge, wie ich es hier oben angegeben habe, die Parameter rein. Ne? Also wenn ich jetzt hier würde, das im Struktogramm würde hier stehen, A gleich A und B gleich D. Also im Prinzip das hier würde in Java so aussehen. Da geht es nur über die Reihenfolge, da werden die Parameter eben nicht mehr durch ihren Namen unterschieden beim Aufruf. Gut, jetzt noch, also das ist im Prinzip die Aufgabe, und jetzt noch mal ein paar Worte zum Hauptprogramm. Ich gebe Ihnen jetzt ein Hauptprogramm vor. Wir sprechen kurz, also erklären kurz, was da drin vorkommt. Das kopieren Sie sich nachher einfach aus dem Foliensatz raus, und damit Sie einfach mal loslegen können. Das Ganze fängt an mit einer Reihe von Importanweisungen. Wir haben es ja gesehen, beim Struktogramm war es so, da waren ein Haufen Funktionen, so, also zum Ein- und Ausgeben und so weiter, die waren da eingebaut. Bei Java hat man es so gemacht, dass man sagt, okay, man braucht ja einen Haufen Schnittstellenfunktionen zu anderen Sachen. Die implementiert man nicht fest in der Sprache, sondern man gibt also quasi eine Klassenbibliothek mit, also eine Bibliothek voll mit diesen Klassendefinitionen, und importiert sich immer das ins Programm, was man braucht. Und in unserem Fall ist es so, wir müssen halt mit der Außenwelt kommunizieren. Da gibt es ein Package, die werden in so Paketen zusammengefasst, diese Klassen. Das heißt Java I.O., also Input-Output. Und da brauchen wir eben diese Reihe hier von Klassen, die wir uns da importieren. Und jetzt schauen wir ganz kurz dieses Hauptprogramm an. Wir sehen es hier. Als erstes habe ich hier mal noch so ein Throws I.O. Exception reingeschrieben. Das lernen wir auch später noch. Wenn also was schief geht, dann kann über diesen Mechanismus Exception die Fehlermeldung ausgegeben werden. Das kopieren Sie jetzt einfach mal raus. Und hier sehen wir es jetzt. Hier wird jetzt ein sogenannter Reader, in dem Fall ein Buffered Reader, angelegt. Und der liest das Ganze aus System in, also von der Konsole, so dass wir was eingeben können. Dann kommt System Out Printline, das kennen Sie schon, da wird was auf der Konsole ausgegeben. Und dann kommt hier Reader.readline, da wird eben die Zeile eingelesen, die der User eingibt. Was kommt raus, wenn man eine Zeile einliest, wo der User was Freies eingeben kann? Da muss ja eine Zeichenkette rauskommen. Und deshalb steht hier String, String A. String ist der Typ für die Zeichenkette. Und der wird dann eben mit dieser Zeile entsprechend in den Integer umgewandelt. So wie wir es beim Struktogramm ja auch
gesehen haben, da musste ja auch der String in eine Zeichenkette umgewandelt werden. Das gleiche hier nochmal für die zweite Zahl und dann ist hier der Aufruf int e, also neue Ganzzahl mit dem Namen e, sei gleich Aufruf von GGT und dann übergeben wir die Parameter a und b. Und am Ende noch eine Ausgabe, ne? System out println, das kennen Sie schon. Da wird das Ergebnis ausgegeben. Also das hier einfach reinkopieren und dann können Sie nämlich, wenn Sie jetzt einfach nur das Unterprogramm GGT schreiben, einfach loslegen, brauchen sich keine Gedanken mehr machen. Das gleiche machen Sie dann auch für den rekursiven GGT. Da legen Sie dann einfach ein neues Projekt an, das nennen Sie dann GGT rekursiv. Dann können Sie da im Prinzip das gleiche Hauptprogramm reinkopieren und dann das Programm GGT implementieren, nur halt eben als rekursives Programm. So, als Hausaufgabe ist dann die Aufgabe entsprechend, das, was wir in der letzten Vorlesung besprochen haben, nämlich die Fibonacci-Folge, die ja hier eigentlich immer unendlich weit läuft, also deshalb steht ja hier während true, also Endlosschleife, die immer die nächste Zahl angibt, einfach mal in Java zu schreiben, na, bis er halt, würde ja unendlich laufen, Sie können auch eine Abbruchbedingung reinbauen, sodass er eben aber mindestens die ersten 20 Stellen der Fibonacci-Folge mal ausgibt, oder wenn Sie wollen, brauchen Sie auch keine Abbruchbedingung reinmachen, dann läuft er eben unendlich. Das ist die Hausaufgabe. Und wer möchte, kann als Aufgabe sich auch mal Gedanken machen, wie das aussehen würde, wenn man die Fibonacci-Folge eben nicht mit einer Schleife, sondern mit einer Rekursiv löst. Ne? Also ShowMessage ersetzen natürlich durch SystemOutPrintLine und dann müsste ja eigentlich das auch übersetzbar sein, ne? In Java. Also analog zum rekursiven GGT eben. Dann habe ich hier noch ein paar Übungsaufgaben, die Sie möglichst schon mal bis zum Plenum vorbereiten sollten, dass wir dann darüber sprechen können. Das eine ist, erstellen Sie ein Java-Programm, welches Länge und Breite eines Rechtecks abfragt und dann Umfang und Flächeninhalt ausgibt. Also im Prinzip System out dann das Ergebnis ausgibt. Dann ein Java-Programm, das den Radius einer Kugel abfragt und dann die Oberfläche und das Volumen ausgibt. Hier sollte es vielleicht auch einfach irgendwo mal das Pi als feste Konstante definieren. Und erstellen Sie ein Java-Programm, welches drei Zahlen einliest und diese dann aufsteigend sortiert ausgibt. Im Prinzip kennen Sie die Aufgaben schon vom Struktogramm und die wollen wir jetzt auch mal in Java übertragen. Sie haben die Lösung ja schon aus der letzten Woche. Dann können wir die einfach mal als Java-Programme formulieren. Dann